Ein aktueller Zwischenstand, beziehungsweise fangen wir gerade mal an zu filmen. Es werden ja die Räume getauscht und so sieht es jetzt hier gerade bei Dennis im Zimmer aus. Das kommt alles weg. Also absolut alles durcheinander. Die komplette Wand kommt weg. Und dieses Zimmer hier, was immer quasi Dennis seinem Sportzimmer war, wird also nicht jetzt. Die Wand, sondern die Wohnwand. Ja, genau. Wird Felins Zimmer. Und hier kommt auch ein neuer Boden rein. Feli sitzt gerade auf der Couch und darf ein bisschen Tablet gucken. Die Couch kommt ins Büro gleich, das zeige ich euch alles. Ja, wir machen hier alles mal ein bisschen anders. In unserem Hause. Hier sieht es gerade so aus. Der Hund entspannt. Und ja, das Zimmer ist auf jeden Fall leer, wie ihr seht. Ich habe es gerade einmal gewischt und gesaugt vorher, denn es hat die Fußleisten alle abgenommen. Jetzt kommt der neue Teppich gleich rein. Das kommt natürlich noch alles ab, weil das ist ja quasi Büro oder Dennis sein Zeug. Ja, genau. Genau, so sieht das quasi jetzt aus. Hier ist der Zwischenstand. In Felins Zimmer ist eine Bombe eingeschlagen, weil wir da auch viel reingestellt haben. Und auch in der Küche liegt alles rum. Also so ist das ja, wenn man Zimmer tauscht. Oh mein Gott, Leute, das ist unglaublich. Also die Couch steht hier, wie gesagt, so, weil wir gerade auch nicht wissen, wohin sonst. Die kommt nämlich da rein. Das zeige ich euch aber alles am Ende. So, wir haben hier übrigens, ist das eine feuchte Stelle? Was ist denn das überhaupt? Ich weiß es nicht mal. Das muss wohl feucht gewesen sein. Das muss wohl feucht gewesen sein, als, ja, wann auch immer. Auf jeden Fall stand ja das Sofa davor. Und das schlägt Dennis jetzt einmal komplett ab. Und macht das vernünftig zu, dass das natürlich alles gut aussieht. Es ist halt ein 120 Jahre altes Haus, ne? Unsere Wände sind nicht in seinem Neubau, aber dafür haben wir ja auch keine Tapeten am Haus. Ja, da könnt ihr schon sehen, ist natürlich schon ordentlich, was da runterkommt. Und das wird natürlich, weil es unser Häuschen ist, einmal vernünftig gemacht, ne? Ja, genau. So ist jetzt der Stand der Dinge. Ich habe hier schon den Staubsauger stehen, weil ihr seht schon, ne? Kurzen Zwischenstand. Es ist alles komplett abgedichtet. Die Farben sind zwar jetzt unterschiedlich, aber das macht natürlich keinen Unterschied. Also komplett alles zu und Dennis kümmert sich jetzt um das Loch. Und ja, dann ist soweit erstmal alles ready und dann kann der Teppich rein. So, ich zeige euch jetzt mal das neue Reich von Felin. Der neue Teppich liegt schon und er ist wunderschön, finde ich. Wir haben ja gestern noch soweit alles eingeräumt und es ist ein richtiger Mädchentraum. Es ist natürlich noch nicht fertig, denn die Uhr, der Fernsehen
Und die Flagge, die kommt natürlich noch in Dennis' Bereich, sage ich jetzt mal. Die Fußleisten, die kommen jetzt auch dran. Aber Fili wollte natürlich gestern unbedingt in ihr neues Zimmer. Und das kann ich absolut verstehen. Die Couch, ja, sieht ein bisschen zerzaust aus, weil wir erstmal alles draufgeschmissen haben. Und hinten quasi das Loch ist zugemauert. Das sollte aber noch ein bisschen zu Ende trocknen. Deswegen habe ich es einfach noch nicht ganz dran gestellt. Ja, so sieht das jetzt hier aus. Das Regal haben wir dran gelassen. Ja, erstmal reingestellt. Und sie liebt ihren neuen Teppich, muss ich sagen. Also sie ist total verliebt und ganz, ganz glücklich. Das jetzt erstmal zu ihrem Zimmer. Allerdings müssen wir noch die Tür absägen unten und anpassen, weil der Teppich durch die Höhe des Teppichs geht die nicht mehr auf und zu. Ich habe hier gerade die Bilder noch abgenommen aus dem jetzt bald werdenden Büro, auch wenn es noch nicht so aussieht. Denn hier steht das Sofa. Genau, wir haben uns das schon so ein bisschen gedacht, wie wir es machen wollen. Also der aktuelle Stand sieht jetzt so aus. Ich muss einmal gerade das Bild hier umdrehen, weil dann kann ich euch das vernünftig zeigen. Da ist nämlich ein selbstgebastelter Rahmen, wo Feline drauf ist. Also vielleicht könnt ihr euch erinnern, die ganzen schwarzen Herzchen habe ich eben abgemacht. Die Regale kommen weg. Dort kommt ein Fernsehen hin, den man schwenken kann. Dieser Schrank kommt auch noch weg. Den habe ich nur gestern hier reingestellt, dass der nicht mehr im Flur steht. Das Bild kommt zu Feline. Und ja, hier sind noch die Reste ihrer Spielsachen. Die kommen natürlich auch noch in ihr Zimmer. Das Regal wird hängen bleiben. Ja, hier stehen noch ein paar Sachen von Dennis. Hi. Du kommst jetzt hier bitte aber gerade erstmal nicht rein. Ja, genau, auf jeden Fall, so sieht das jetzt hier aus. Ihre Pinnwand kommt natürlich noch ins Zimmer. Also wir haben gestern echt wirklich viel geschafft, aber noch lange nicht alles. Und da steht hier auch provisorisch drin, denn in die Ecke wird ein großer Schreibtisch kommen. Da müsst ihr euch das alles wegdenken. Und vielleicht, wenn wir es schaffen, noch so eine kleine, so ein kleines Regal halt für Ordner und so, weil das halt wirklich jetzt ein Büro-Fernsehzimmer irgendwo wird. Denn wir haben hier, wie gesagt, hier die große gemütliche Couch, da ein Schreibtisch, da ein kleines Sideboard und hier kommt halt der Fernsehen hin. So haben wir es uns gedacht. Ihr seht den Zwischenstand jetzt. Ich bin gespannt, wie es dann aussieht, wenn wir fertig sind. Es ist noch ein bisschen Kuddelmuddel und es ist noch ein bisschen was zu tun, aber ich werde jetzt erstmal Felines. Genau, ich wollte jetzt gerade hier die drei kleinen Nägel einmal mitnehmen, weil damit habe ich die Bilder aufgehangen. Da bin ich ja ganz einfach gestrickt. Na komm raus. Die werden dann einfach, jetzt muss ich mal die andere Hand nehmen, wieder mit einem Hammer reingeschlagen, wenn ich es hinkriege. So, und ich habe jetzt gerade die drei Bilder noch aufgehangen. Einfach nach Augenmaß, Leute. Ich bin da nicht so. Vor allen Dingen reicht. Und ich bin mir sicher, Fili wird es richtig gut gefallen. Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht über die Spielzeuge falle. Und ich finde es, ja, sieht richtig süß aus.